Hallo YouTube und willkommen zum neuen Technik-Faultier-Video. Und hallo aus Arlington, Virginia. Da hat Amazon sein zweites Hauptquartier und hat hier heute die Amazon Devices and Services 2023 abgehalten. Ein Event mit einem Namen so locker und leicht, wie sonst nur Sony-Kopfhörer klingen. Amazon hat hier einfach mal die neue Hardware vorgestellt, einen Ausblick gegeben, was sonst noch kommen wird. Nicht nur hardwaremäßig, sondern auch noch auf viele Funktionen und Software-Sachen, die kommen werden. Und leider direkt die Einschränkung, vieles davon kommt erstmal nicht zu uns nach Deutschland. Was aber zu uns kommen wird, was es sonst noch hier gab und warum einiges echt cool war, aber dann trotzdem nicht kommen wird, das gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Amazon hat hier jetzt, wie gesagt, sein zweites Hauptquartier eröffnet. Ganz fertig ist es noch nicht. In Seattle, da wo sie ja eigentlich herkommen, da haben sie nach wie vor ihr richtiges Hauptquartier mit Jeff's Balls, diesen Sphere-Dingern. Und hier bauen sie einen Spiral. Ich habe da bestimmt Fotos, aber das Ding ist noch nicht fertig. Da bin ich mal sehr gespannt, wenn das mal aussieht. Und dann machte man hier morgens erstmal eine Bürotour und da wurde gezeigt, guck mal, hier haben wir das gebaut und da ist das Qi und wir haben so tolle Fenster, da fliegen keine Vögel mehr gegen und wir haben 400 neue Bäume gepflanzt und alles nur mit elektrischem Strom. Selbst die Grills, die sie draußen auf dem Balkon haben, werden nicht mehr mit Gas getrieben und die ganzen Restaurants und wo die Leute verfüttert werden oder gefüttert werden von Amazon, alles nur Strom, Strom, Strom. Also Amazon auch da schon auf dem Nachhaltigkeitstrip. Dann ginge man rein in das sehr gut klimatisierte Gebäude und in einen Raum mit Tageslicht. Und da war dann erstmal die ganze Präsentationsnummer, bevor es dann hier in die Hands-on-Area ging und vor allem dann noch zu Gesprächen, aber dazu kommen wir gleich. Und dann kam der David Limp auf die Bühne, Amazons, wie heißt das, Senior Vice President of Devices and Services, auch so ein Urgestein bei Amazon, der leider jetzt aufhört. Das war seine letzte Veranstaltung. Das ist dann auch so, gibt es ja gar nicht mehr so viele, die es seit über Jahrzehnten eigentlich immer gemacht haben und hat dann die neuen Sachen vorgestellt. Den Anfang machte neuer Amazon Show 8. Der ist bei uns auch direkt erhältlich und kommt dann im Oktober raus, kostet 170 Euro und damit 40 Euro mehr als der Vorgänger. Natürlich ist der Echo Show 8 wie alle anderen Geräte, die hier vorgestellt wurden. Mit neuem Prozessor, höher getaktet, was auch immer. Es soll wieder alles schöner, besser und schneller und toller geworden sein, was die Leistung unter der Haube angeht. Aber den gibt es wieder in zwei Farben, schwarz und weiß. Die Kamera ist jetzt in die Mitte gewandert. Und der soll natürlich besser klingen, weil sie jetzt 3D-Audio drin verbaut haben, weil der sich im Raum vermisst und solche Funktionen. Und soll dadurch nochmal tuffiger klingen. Das war sozusagen das Startprodukt, mit dem sie angefangen haben. Als zweites kam dann ein ganzes Kapitel über Umweltschutz. Wahrscheinlich nach dem Apple-Event musste Amazon danach ziehen und haben gesagt, guck mal, wir wollen auch climate-friendly werden. Wir machen jetzt immer so unseren CO2-Fußabdruck von jedem Produkt fett auf die Verkaufsseite. Dann kann man direkt gucken. Wir wollen bis 2050 komplett so viel Strom oder regenerativen Strom einkaufen, dass all unsere Produkte, die wir an Endkonsumenten damit auch klimaneutral betrieben werden können. Okay, aber dann kam eigentlich das, was viel krasser war. Amazons Schritt Richtung AI. LLM. Ich dachte immer, das wäre ein Language Learn Model, aber es ist irgendwie Large Language Model oder sowas. Also all dieses, was AI in dem Sinne künstlicher besser macht und nicht mehr künstlich klingen kann. Und darauf ging, also dieses LLM kam, war immer wieder Thema. Sozusagen Amazons AI, wie sie, ich sag's jetzt nicht, damit bei euch die Geräte nicht angehen, noch natürlicher klingen sollen, noch besser arbeiten sollen, noch cleverer und noch privatsphäriger. So, und da haben sie erstmal Videos abgespielt, wie dann Amazon oder Alexa dann in Zukunft auch Gesten erkennen soll, wie sie Pausen einschätzen soll, wie sie auch eine Attitude haben soll, dass man es auch Gefühl hat, mit besseren Menschen zu reden. Da gab es immer Unterschiede. Dann haben sie Videos gezeigt, wie Menschen mit der neuen sozusagen Alexa quatschen. Schlag mir was vor für eine romantische Date Night, schlag mir Urlaubsziele vor, schreib mir eine Geschichte über Ballons oder dann lieber doch Wackelpudding, gib mir ein Rezept, aber ohne diese Zutat, weil da jemand allergisch ist. Und die haben dann natürlich alle glücklich und haben mit Alexa gepackt und gequatscht und das war toll und man musste nicht immer wieder sagen und hier und so, sondern ganz normale Konversationen und soll sich daran auch dann erinnern haben. Das konnte man anschließend in der Demos Hands-on Area jetzt nicht wirklich noch sehen. Man sah noch mal die gleichen Demos, die es auf der Bühne gab, aber so selber mit der sozusagen neuen Alexa-Version raussprechen konnte man leider nicht. Das ist auch nicht so schade, weil das ist eine von den Funktionen, die bei uns wahrscheinlich noch etwas dauern lässt. Also das kommt noch was. Dann war natürlich Amazon noch wieder ein Thema Privatsphäre
und wie das ab, das soll alles offline auf den Geräten funktionieren. Ne? Und dass dann Alexa deutlich besser und natürlicher klingt, hatten wir ja schon. Als nächstes hat Amazon dann die Fire 10 HD Kids Version vorgestellt. Eine normale mit den dicken Hüllen und eine Pro-Version mit deutlich dünneren Hüllen. Ne? So nach dem Motto, wenn die Kinder größer sind und die Fire-Tablets nicht mehr so krass geschützt werden sollen. Da gab es aber auch nicht so viel, weil, wie gesagt, soll halt wieder besser, schöner, toller werden. Und dann gab es ein Produkt, was ich schon längst verdrängt hatte, was ich, glaube ich, 2019 auch beim ersten Mal gesehen hatte, die Echo Glasses. Die gibt es immer noch. Da haben sie jetzt hier verschiedene Kooperationspartner, verschiedene Versionen und. Auch die, da soll der Akku länger halten, da sollen die eingebauten Lautsprecher besser klingen und die Mikrofone besser funktionieren. Das ist im Endeffekt keine AR, VR, XR-Brille, nichts mit Video, sondern rein dafür, dass ich sozusagen Alexa und die Informationen immer dabei habe, immer am Ohr, nicht mal am Handy daddeln muss oder mit Kopfhörern, sondern ich bin ein ganz normaler Brillenträger und habe dann mein Gestell und rede dann damit. Kommt aber natürlich auch nicht zu uns. Dann hatten sie eine Soundbar bzw. Software-Updates für den Fire TV. Auch hier wieder. LLM macht Alexa schneller, besser, natürlicher. Das war eine schöne Demo. Da hat dann einer auch mit seinem Fernseher gesprochen und schlagt mir diese Filme vor. Aber ohne das, dann gleiche ich das ab mit den Filmen, die ich schon gesehen habe. Und jetzt suche noch was raus, was für meine Kinder passt oder für meine Teenage-Kinder. Da sind natürlich die Amis wieder ein bisschen blutrünstiger drauf als die Deutschen, was dann als Filme noch vorgeschlagen wurden. Mhm. Passend dazu gab es eine neue Fire TV Soundbar, kostet $120. Könnt ihr es euch denken, US only. Damit soll natürlich alles noch mal besser soll es klingen. Was dann aber wieder zu uns kommt, sind die neuen Fire TV Sticks. 4K. Zwei davon. Einmal 4K für 70 Euro und einmal den 4K Max für 80 Euro. 10 Euro Unterschied. Der normale kann jetzt Wi-Fi 6, der Pro oder der Max kann jetzt Wi-Fi 6E. Was ja interessant ist, ich weiß, Wi-Fi 7 ist gerade so ein aufkommendes Thema, aber das Wichtige ja, das dritte Band, also die 3 GHz Bänder, Frequenzen, sind dann bei Wi-Fi 6E mit drin. Ne? Also die Dinger sind dann noch schneller und. Was aber nur der Max kann, ist dieses TV-Ambient-Modus oder sowas. Jetzt nicht, wer dann denkt an Bunt- und Umgebungsleuchte, sondern an die Ambiente, dass ich mir meine Fotos anzeigen kann am Fire TV oder mit dem Stick am Fernseher, dass ich da Bilder angucken kann, dass ich so ein Hub habe und. Das kann nur der Größere. Und ganz ehrlich, für die 10 Euro noch mal mehr an Leistung und Wi-Fi 6E, ja. Warum der andere, der normale, eigentlich nur 10 Euro günstiger ist, warum da nur 10 Euro Unterschied sind, ist so ein bisschen die Frage. Weil wir haben ja immer noch die Sticks, die nur Full HD, glaube ich, können. Die gibt es ja nach wie vor noch im Angebot. Und jetzt müsst ihr tapfer sein, beide Sticks kommen mit Micro-USB als Anschluss. Wo sogar schon die Fire-Tablets USB-C haben. Naja. Dann gibt es noch eine Echo Show 8 Version mit Cloud-Fotos, mit Cloud-Speicher dafür, US-only. Dann hat Blink hier seinen Auftritt gehabt. Es gab 3 neue Blink-Kameras, auch die erstmal nur USA. Ne, akkubetriebene Flutlicht und sowas gibt es nicht. Dann wurde der Eero Max 7 vorgestellt. Da habe ich mich sehr gefreut, weil der Nick, der Gründer von Eero, wieder hier war. Und der mit dem direkt dann wieder. Und der durfte aber nicht auf die Bühne, weil es war halt so eine Minute Präsentation. Ne, hier ist der Eero Max. Erstes Wi-Fi 7 Ding und hat sogar 4 Ethernet-Ports, 2x2 5 Gigabit, 2x 10 Gigabit. Gibt es auch bei uns in Deutschland, glaube ich, kostet 700 Euro nur den einen. Da sind natürlich wieder stolze Preise, aber naja, Wi-Fi 7 Top of the Pop kommt ja gerade erst. So, dann haben sie was für die Entwickler gemacht. Developers. Und zwar haben sie Alexa softwareseitig so aufgebohrt, dass es einfacher für Entwickler und Smartphone-Anbieter werden soll. Da hatten sie dann Xiaomi, Roborock, so der bunte Mix, alle so, was so Alexa, Alexa unterstützt. Dass die nicht mehr komplett jede einzelne API direkt unterstützen müssen. Wenn zum Beispiel, was war das konkrete Beispiel? Nutzer sagt, Alexa, mach mich wuschig. Nein, was war das? Mach mir irgendwie ein bestimmtes Stimmungslicht. Ne, dass dann die Jalousien runterfallen, das Licht so hingeht, der Fernseher das anzeigt, so ein Kaminfeuer anzeigt oder so, set the mood, irgendwas. Dass dann die ganzen Smart-Home-Anbieter mit ihren Produkten dann nicht genau diese API davon von Amazon unterstützen müssen, sondern dass Amazons LLM auch dafür dann die richtigen Kommandos an die Geräte schicken kann. Gut, da fehlt jetzt natürlich der Entwickler, der das einordnen kann, ob das wirklich so hilfreich ist.
Aber es ist ja auch ein Thema, je komplexer das Ganze wird. Und gerade softwareseitig ist es ja bei Amazon, die haben ja doch noch viel zu nachzuholen. Wenn die dann mit Hilfe von irgendwelchen Automatismen das vereinfachen können und wenn das dann Ganze funktioniert, ja okay, ist die Frage, wann das kommt. Was aber, wie heißt es so schön, hands down, das beste Feature hier war, wo ich gequietscht habe, war MapView. Richtig tolle Sache, klappt nur mit iPhones Pros, der ab 12, ab dem, wo ich den LiDAR-Sensor auf der Rückseite habe, nutzt Apples HomeKit-Schnittstelle für die AR-Funktion, funktioniert dann aber aus der Amazon-App raus, dass ich hingehen kann, mir dann mit diesem iPhone, mit dem tiefen LiDAR-Sensor, mir eine Karte von meinem Haus, meiner Wohnung, von den Räumen machen kann. Dort werden dann automatisch all die Smart-Home-Dinger angezeigt, die ich auch im Alexa, im Amazon Smart Home Kosmos eingebunden habe. Und dann werden die an den Ecken angezeigt. Dann kann ich die, glaube ich, nochmal hin und her schieben oder sagen, wo die im Raum stehen. Und das Ziel ist, ich kriege einfach eine komplette Karte von meinem Zuhause und sehe, wo sind die ganzen elektronischen Geräte, die ich damit steuern kann. Wo sind meine Steckdosen, meine Lampen, meine Kaffeemaschinen, meine Jalousien, was wir da nicht alles haben. Und das kann ich dann auf diesem MapView auch direkt steuern, direkt bedienen, wo ich mir denke, endlich, warum ist da vorher noch keiner auf so eine Idee gekommen? Amazon verspricht, ne, dass das alles einfach ist, dass Möbel direkt erkannt werden. Warten wir mal ab, mir wird ja auch eine Version ohne Möbel reichen, wenn ich einfach die komplette Übersicht habe, nicht das ganze Smart Home Zeug in der Liste, sondern vernünftig im Haus und dann das nochmal kontrollieren kann, um Temperatur zu machen, um Lichter, um Steckdosen, um Geräte zu bedienen. Das wäre ja mal was. Ne? Kommt das zu uns? Irgendwann. Ja, das war so eine Antwort. Es wird irgendwann kommen, aber wir wissen auch alle, Amazon und Software, die lassen sich teilweise Zeit. Und dann kam das Nächste, was aber wiederum zu uns kommt, ist das der Echo Hub. Für die Amis wahrscheinlich deutlich einfacher. Man kommt da rein und dann haben viele ja so eine Steuerungszentrale, eine Alarmanlage, eine Klimaanlage-Setting, die man direkt sozusagen im Flur hat. Der Echo Sub ist genau sowas, kostet 200 Euro, hat einen USB-C-Anschluss für den Strom, hat auch Tasten für lauter, leise, Mikrofon aus und sowas, hat einen Infrarotsensor, dass der sich aktiviert, wenn er Bewegung wahrnimmt, wenn man davor steht und ist so die Smart-Home-Steuerzentrale, wo ich dann direkt Temperatur, die Alarmanlage regeln kann, die Security-Kameras sehe, meine Geräte drüber steuern kann. So als Touchy-Touchy, natürlich würde auch Stimmen gehen, ne? Aber das gibt's so. Und das Ding kommt auch zu uns nach Deutschland, wo ich mir denke, das ist schön und vor allem es würden sich ja genügend wünschen, die ja, was weiß ich, bisher so ein Echo Show 15 genutzt haben, sowas zu steuern oder einen normalen Echo Show nutzen. Jetzt könnte man ja dieses UI nehmen, was auf dem Ding läuft, ne? Teilweise noch ruckelig, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Und dann macht man das zugänglich für die anderen Echo Show Produkte. Nein, und das ist auch nicht geplant und das ist so wieder so schade. Es ist wieder sowas, wo ich mir denke, ja, ich will diese Steuerzentrale und so direkt auf den ersten Blick, ist ja schön. Aber hier und da könnte man es vielleicht noch ein bisschen tuffiger umsetzen. Das Ding hat natürlich alles drin. Meta, Thread, für all die Sachen ist dann. Thread Border Router hatten wir bei einigen Sachen schon mal mit drin. Und dann hat er immer so nochmal einen netten Werbefilm. Was weiß ich, es waren Pärchen, die waren vorher noch einkaufen, sind nach Hause gekommen, wollten zusammen Football gucken, sind natürlich unterschiedliche Teams und haben dermaßen mit Alexa geredet und alle möglichen Kommandos, mach meine Football-Mucke in der Küche, nein, mach meine Football-Mucke überall und wo ist dies und das. Wenn das mal so stimmen würde, ich sag mal so, selbst der Computer auf der Enterprise war noch nicht so auf Zack wie Alexa in diesem Video. Gucken wir mal. Dann will man das hier auch natürlich ausprobieren oder sowas? Nee, hier ist natürlich alles zum Zeigen. Vor allem, was ich sehr schön finde, weil es anschließend in diese Demo-Area ging, nachdem sich der David Limp dann auch leicht herzzerreißend verabschiedet hatte und seinem Team nochmal gedankt hat, das war schön. Da geht man in diese, wenn man denkt, die Präsentationshalle war schon kalt, dann gehst du in die Demo-Area und frierst die hier einen ab. Also, und es gibt noch nicht mal Amazon-Merch oder so. Es ist wieder eins von diesen Ami-US-Hauptquartieren, wo es keinen Merch zu kaufen gibt. Ja, so, auf jeden Fall, dann konnte man hier rein. Und was ich sehr schön finde, die gleichen Personen, teilweise VPs, die auf der Bühne standen, um Sachen, sag mal, der Presse zu präsentieren, stehen dann hier und machen auch selber wieder die Demos. Also das ist wieder richtig cool. Und vor allem, die stehen hier, glaube ich, jetzt schon seit 2,5 Stunden und sowas, sind immer noch dran. Das ist gerade ganz große Gummipunkte, dass so hohe Tiere, ne, die dann hier ganz dem normalen Journalistenfußvolk und wer hier als, ich glaube, ein paar Freunde, Amazon macht vieles mit Bändercodes. Das vielleicht nochmal als kurzer Blick hinter die Kulissen. Amazon auch bei den eigenen Mitarbeitern, die haben ihre Mitarbeiter-Badges und die sind weltweit
nach Zugehörigkeit, nach Farbkodiert. Ich glaube, am Anfang fängst du mit Blau an und wenn du 5 Jahre dabei bist du auf Gelb hochgestuft. Und nach 10 Jahren kriegst du dann deine rote Beförderung, dann läufst du mit einer roten Badge rum. Und ich glaube, dann gibt es nach 15, boah, was war das, Schwarz, Gold, irgendwas noch, und dann nach 20. Und ich glaube, Jeff Bezos trägt dann so rosa Bling-Bling mit Einhörn. Ich weiß es nicht, aber das sind so die Farben, die man da sieht. Und dass die dann hier dann selber nochmal Hand anlegen müssen, ist schön. Beantworten natürlich viele Fragen. Auch vieles von dem, was ich gerade gesagt habe, ne, ob man nicht einfach die Software vom Echo Hub auch auf die anderen bringt, ob man das plant. Nein, ganz klares Nein, das ist erstmal nicht geplant. Vieles von dem, was ich jetzt eben schon mal erzählt habe, sind dann aus den Demo-Gesprächen hier entstanden, was auch sehr, sehr, sehr schön war. Wie gesagt, einige Produkte schaffen es davon zu uns. Viele Softwarefunktionen erstmal nicht, aber man hat ja dann trotzdem noch Hoffnung. Und seid euch gewiss, ich leg den hier auch überall mit Software-Updates für Funktionen. Ein bisschen mehr Liebe zur Software liege ich denen wirklich in den Ohren. So, und das soll es erstmal gewesen hier aus dem Amazon zweiten Hauptquartier. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.